So, Leute, willkommen zurück. Es gab eine kleine Planänderung. Ich habe mir die Cobra, Shelby Cobra gekauft, um das Rennen zu machen. Was ich auch gleich vorab sagen werde, das ist nicht live kommentiert. Ich habe es nach, oder ich musste es nachsynchronisieren, da einfach mein Laptop mal wieder abgekackt ist. Und ja, los geht es, ne? Ja Leute, wie ihr seht, der kleine Cut und auch das andere Auto, denn ich musste mir wirklich ein neues Auto kaufen. Ja, ich versuche es einfach ein bisschen nachzukommentieren. Hier habe ich mich versucht, sofort mal an die Spitze zu kämpfen. Aber das glaube ich auch geschafft, soweit ich mich erinnern kann. Und das war wirklich ein Rennen, ich glaube, da saß ich, keine Ahnung, 30 Minuten lang wirklich dran und habe überlegt, wie ich das gewinnen könnte. Nicht überlegt, sondern bin gefahren, habe immer verkackt. Ja, bis dann später irgendwann mal mein Laptop abgekackt ist und dann sind, keine Ahnung, ich glaube 40 Minuten wirklich eine Let's Play Zeit in den Arsch gegangen. Ja, ich kommentiere das jetzt einfach ein bisschen nach. Wie ihr seht, die Gegner sind oder halten mich auf jeden Fall auf Trab, was auf jeden Fall auch sehr hart gewesen war. Ich wollte jetzt keinen Werkzeugbau machen, denn die Gegner haben dich eigentlich immer auf dieser Geraden hier, wo ich gerade bin, überholt. Haben sie mich da nicht, zum Glück, weil die einfach so krass schneller waren. Ich weiß auch nicht warum, ich konnte tun und machen, was ich wollte. Aber sie waren immer auf den Geraden schneller. Allerdings habe ich das dann doch sehr gut hingekriegt. Ihr seht wirklich, ich bin auf sicher gefahren, dass ich ja nicht noch irgendwie die Führung verliere. Ich meine, das ist jetzt die erste von drei Runden. Das ist die letzte Kurve und dann geht es wieder auf die lange Gerade. Wobei ich sagen muss, hier hatten sie keinen Vorteil, nur wenn es bergauf ging. Und das hat mich dann doch schon sehr gewundert. Na gut, was lässt sich noch zum Auto sagen? Wie halt die alten Ami-Schlitten waren, Schweinegelenkung. Ihr merkt es auch manchmal wahrscheinlich, sehr dir auch korrigieren eben. Hat man gesehen. Und ja, deswegen das Handling. Sehr schwammig. Ja, was ich euch eigentlich nochmal fragen wollte, was ihr eigentlich auch zu Formel 1 2011 haltet. Da nutze ich direkt die Gelegenheit und frag einfach mal so in die Runde. Wahrscheinlich kommen eh vielleicht 1 bis 2 Kommentare. Ja, hier nochmal im Sand, da halte ich immer die Luft an. Und man sieht schon, dass sich einer da absetzt. Ich habe jetzt natürlich nur so einen kleinen Bildschirm zum Kommentieren. Aber ich glaube, zu sehen, dass sich da einer absetzt, ja, leicht. Und hier auch wieder raus. Weiter raus in den Sand. Jo, also, auch 2 Sekunden oder ich weiß nicht, kann es jetzt nicht genau lesen. Vorschwung und hier habe ich es einfach abgekürzt, weil mir einfach, ja, weil ich das einfach schaffen wollte. Dafür entschuldige ich mich auch, dass ich da abgekürzt habe, aber wenn man einfach nach 37 Minuten Rennen versucht und dann einfach, weil man nicht mal abkürzt, so ein Scheiß halt verliert wieder, ja, das ist dann halt bitter. Genau, jetzt haben wir die letzte Kurve und dann geht es wieder hinaus auf die lange Gerade, auf die Zielgerade. Und da habe ich mal kurz zurückgeguckt, um zu schielen, wie weit meine Gegner schon weg sind. Aber sie waren nicht mehr so ewig weit weg. Und hier auch wieder quer und da sieht man schon, ich gehe schon vorher vom Gas, fahre auf sicher. So, das ist dann auf jeden Fall die letzte Runde und ich glaube, da habe ich nochmal richtig Zeit verloren. Ich weiß nicht, ob es hier das Herzschlagfinale war oder irgendwo ein anderes. Ne, das war woanders. Das war eine andere Strecke. Aber hier war es mir auf jeden Fall wichtig, das auf jeden Fall auch überhaupt mal zu schaffen. Genau, also ich denke auch, dass ich das Video morgen direkt hochladen werde. Feiertag haben wir ja morgen.
Mich ärgert es halt, weil wisst ihr, wenn mein Laptop abkackt, da speichert er das Kommentierte nicht, aber das Video speichert er schon. Und ja, das nervt ein bisschen. Ja, das ist die Kurve, wo ich eben abgekürzt habe. Habe ich dann auch gesagt, ja, dass ihr zufrieden seid, dann müsst ihr Easy Racer, kann sie auch wirklich gut fahren, ohne abzukürzen. Und habe ich dann wirklich auch guten Vorsprung nochmal rausgefahren. Genau, das war das, wo ich wirklich dann nochmal gut Vorsprung hatte am Ende. Genau, und dann war ich wirklich richtig froh. Bin richtig in einen Jubelschrei jetzt gleich nach der Zieldurchfahrt ausgebrochen, nachdem ich das endlich geschafft hatte. Und jawohl, wie seht ihr es? Und da habe ich, glaube ich, gesagt, jawohl, ist ein richtig geiles Gefühl, da zu gewinnen. Und ich bin ja direkt auf dem Weg zu Fahrerlevel 20. Gut, ich habe ja abgekürzt, deswegen keine Speedwall. Genau, Serie war das natürlich. 12 Punkte liege ich nun in Führung. Genau, und dann geht es eigentlich direkt im Anschluss weiter mit dem nächsten Rennen. Was? Ich gar nicht mehr weiß, was das ist. Ach genau, das war das. Jo, auch wieder Speedwall, aber bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da nicht irgendwie auch verkackt habe. Also wegen Abkürzen oder so. So, da lädt er wieder ein bisschen länger. Aber weiß ich nicht genau, was ich da noch dazu sagen soll. Ja, was man dazu noch sagen könnte, dass ich das auf jeden Fall noch nie gefahren bin. Echt schnelle Strecke. Achte auf die Omega. Turns 3 bis 5. Es geht mächtig rauf und runter. Die Kurven fallen außen ab und Turn 4 ist fast nicht einzusehen. So, alles klar, kann man überall nicht viel anfangen. Und auch hier, los geht es. Genau, das grüne Licht mal wieder. Und ja, hier sieht man sofort, wie mein Heck wieder ausbricht. Und sofort die anderen vorfahren. Auch hier sieht man auch mal wieder die Dominanz der Shelby Cobras 4. Mit mir 5 direkt am Anfang. Und das hier war so eine Kurve, wo wir jetzt sind. Da sind die Gegner nicht richtig zurechtgekommen. Da habe ich hier eingeschnappt und ich glaube den ersten dann später direkt auch noch. Also habe ich mir direkt geschnappt. Da auch direkt den zweiten auch noch in derselben Kurve. Da muss ich schon sagen, das war ein Rennen, das ging schon eher im dritten, vierten Anlauf. Ging das schon ziemlich gut. Ja, ist auch wieder ein, hier steht die Sonne sehr tief, aber auf jeden Fall habe ich hier auch nichts Großes riskiert, also das, damit will ich sagen, dass ich da nicht auf Teufel komm raus gefahren bin, dass ich nicht wirklich jeden Millimeter dazu genutzt habe zum Überholen, bin ich auch einfach eher wieder ein bisschen auf Safety gefahren. Genau. Hier war ich auch wieder leicht im Sand, aber konnte ich noch alles regeln. Weil ihr wisst ja eben aus dem Render, ich bin ja ein bisschen allergisch gegen Sand und so, da muss ich immer niesen und das kommt nicht gut. Nee, Spaß, einfach aus dem Sand kommst du nicht mehr so gut raus. Hier auch wieder ein bisschen quer auf jeden Fall. All das halt typisch für die amerikanischen Autos. Hier auch, das ist sehr schwammig, einfach ein bisschen, da kommst du mit dem Lenkrad nicht gut gerade. Genau, die Kurve, die erste da, bremsen die Gegner auch immer ein bisschen früher, beziehungsweise ich bremse einfach später. So, jetzt kommt gleich die Kurve, jetzt wo ich den ersten gecasht habe. Glaube ich zumindest. Weil da fahren die ziemlich weit außen und ich fahre einfach innen, habe dadurch den kürzeren Weg. Genau, jetzt. Jetzt bin ich vorbei. Da habe ich einfach den kürzeren Weg und ja, das bin ich doch ein bisschen jetzt angeeckt.
Genau, und jetzt habe ich das dann einfach nur noch wie das letzte Rennen sicher nach Hause schaukeln. Oh Gott. Ist schon spät am Abend, deswegen. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Also die nächsten Folgen werden jetzt einfach nachsynchronisiert sein. Tut mir auch leid, Leute. Ich habe es einfach verbockt, einfach ein Save reinzuhauen. Sollte ich eigentlich wissen, dass mein Laptop da öfters mal Abspackungen hat. Aber, naja gut, jetzt kann ich es nicht ändern. Ja. Danach bin ich, wie gesagt, auf sicher gefahren. Auf jeden Fall, es sind wirklich nur wir zwei. Also den ich gerade geholt habe. Vom Feld ein bisschen abgetrennt, denn man sieht es, glaube ich. Oder ich habe jetzt auch schon da ein bisschen Vorsprung. Ich sehe das nur so schlecht, das ist ein bisschen blöd. Genau, da habe ich mir gedacht, hier dadurch, dass ich hier später bremse, sollte ich hier sowieso ein bisschen mehr Zeit rausholen. Das habe ich dann auch, also Zeit, nicht mehr Abstand natürlich. So, dann ist hier wieder meine kleine Lieblingskurve, die ich nicht so gut diesmal kriege, wieder im Sand. So, jetzt habe ich auch die Herausforderung für eine Runde lang, oder nicht die Herausforderung, sondern einfach nur die Aufgabe erfüllt. So, hier liegen die Pelonen wieder auf der Straße. Weiß auch nicht, wie die da mal abräumen. Also, der muss ja gar kein Fahrke. Der kann ja, darf ja gar kein Fahrke haben, um wieder abzuräumen. Ey. Ist unglaublich. So, und dann hätten wir das dann auch gleich geschafft. Hier sieht man auch nochmal vom Gas gegangen, sobald ich im Sand war. Also sehr auf Safety gefahren. So, hier kommt nochmal so eine langgezogene Rechtskurve. Danach geht es, glaube ich, schon wieder auf Start und Ziel, wenn ich das richtig sehe. Und da wurde es nochmal richtig knapp. Denn da ist so ein American Muscle Car direkt hinter mir, also so eine Corvette, glaube ich. Genau, hier seht ihr es, habe ich nochmal zurückgeguckt. Aber es konnte ich dann doch noch für mich entscheiden. Du bist richtig gut gefahren, Mann. Genau so muss das aussehen.